Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Visier 93 Turbo mit der nächsten Ausgabe von Pokémon Smaragd. Und zwar haben wir im letzten Teil die Route 111 ein bisschen aufgemischt. Sind auf dem Weg nach Bad Lavastadt, wo wir unseren nächsten Orden gewinnen können. Jedoch müssen wir einen kleinen Umweg nehmen. Ich weiß ja schon von der Story her, dass wir nicht direkt nach Bad Lavastadt gehen können, sondern müssen erst nach Laubwechselwelt. Ich glaube, das steht hier sogar. Nein, steht hier nicht. Gut. Und ja. Entschuldigung. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Schneckmack. Will ich mir einen Schneckmack fangen? Obwohl, nee, ich könnte Skill ein bisschen trainieren. Das ist auch gut. Das ist gut. Vielleicht erlernt Skill ja bald Aquawelle. Das wäre eine bessere Wasserattacke. Dieses Feld, was ist das für ein Feld? Das fragt euch natürlich und ich habe auch die Antwort an euch. Wir sind ja in der Nähe eines Vulkans. Ja, und ein Vulkan, wenn der ausbricht, der ist ja aktiv, der versprüht da Asche. Die sind Aschefelder und diese Asche kann man in diesem Spiel sogar nutzen, um von so einem, wie heißt das, von so einem Aschemeister oder wie der sich nennt, so Glassachen entwerfen zu lassen. Oh, Backe. Ganz viele Gegner. Okay, ich schaue erstmal, wie habe ich meine Pokémon sortiert? So ist gut, okay. Geronimo! Wow! Doppelkampf! Und ja, danke, dass du mich gefunden hast. Aber nun müssen wir kämpfen. Wird das ein Dreifachkampf? Nee, kann nicht sein. Du willst gegen mich kämpfen? Obwohl ich meine Pokémon eben erst gefangen habe? Also, ich müsste nicht gegen dich kämpfen, aber sie haben ja diese Einstellung. Ja, wir schauen uns in die Augen. Und dann müssen der Aaron und der Lutz einfach mal hier das Kämpferbeil schwingen, den Klappstuhl ausgegraben, genau. Dafür kann ich ja nichts. Sie können auch einfach sagen, nee, ich hab heute keine Lust. Also ganz ehrlich, Leute, das geht mir heute gerade so richtig auf den Sack. Da könnt ihr mal von mir aus einfach weitergehen, ich habe nichts gesehen, ich habe heute so einen Schädel, hab die letzten Länder einfach sowas gefeiert. Das kann ich nachvollziehen. Bei mir, ich habe die Erkältung immer noch nicht ganz überwunden, fühle mich immer noch ein bisschen schwächlich und kränklich. Aber ey, es geht. Und wenn ich hier Pokémon spielen kann, dann fühle ich mich einfach ein bisschen munterer, weil Pokémon ist ein schönes Spiel für mich. Stimmt, Stolyunio ist ein Gestein-Pokémon. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist auf einmal Stolyunio hin? Der war gleich besiegt geworden, oder? Skiddle ist halt, sieh ich meine süße Glück. Skiddle ist ein richtiges Powerbeast, oder? Ja, schaut euch das an. Ein Volltreffer sogar. Badabim, badabum. Echt, wann entwickelt sich Wingard? Ich glaube, das war Level 26. Das heißt, nur noch 5. Haha, daneben. Archie Badge. Daneben. Muss mir Küsschen geben. Lieber nicht. Das Gift-Pokémon. Seine Küsse, die ätzen mir wahrscheinlich hier die Backe weg. Und ich meine, die im Gesicht. Natürlich. So, noch ein Pokémon und Ninjask. Ninjask, deshalb, das finde ich ist ein cooles Pokémon. Ich bin ja, wie gesagt, ein Ninja-Fan und daher, wenn ich ein Pokémon Ninja wäre, das wäre das Pokémon meiner Wahl. Weil es hat die besondere Fähigkeit Temposchub. Das bedeutet, pro Runde erhöht sich seine Initiative. Es wird also immer schneller und schneller. Aber seine Entwicklung hat was Tückisches, das erzähle ich gleich. Ich werde mein Ninja zugänglich einsetzen. Vulkanaschewirbel! Was? Ist es schon vorbei? Du bist froh, weil du gewonnen hast. Obwohl doch nur ich dein Gegner war? Ja, ich habe 1296 Booyachaka. Ich habe nicht allein gegen dich gekämpft. Bist du gerade dabei, Vulkanasche zu sammeln? Ich bin gerade dabei, dein Geld einzusammeln, Camper Life. Wir nennen sie sein Kind Live. Ist nichts Böses, aber wirklich, ich finde da wirklich Personen mit interessanten Namen und da käme ich nie auf die Idee, ihnen so einen Namen zu geben. Also wie gesagt, bei Ninjas, das, falls ihr ein Ninjatum wollt, denn Ninjikada hat zwei Entwicklungen. Oh, Backe, Fetzkram. Oh, Hals aus! Ja, du bist mein braves Mädchen. Ninjikada entwickelt sich auf Level 20 zu Ninjatom. Wenn ihr Ninjatom wollt, braucht ihr einen freien Platz im Team und mindestens einen Pokéball, denn Ninjatom ist im Grunde die abgeworfene Schale von einem Ninjikada oder von einem Ninjask. Und es ist ein geiles Pokémon, das ist
echt, ihr könnt euch denken, ich habe damals das nicht gewusst und habe mein Ninjask bis über Level 70 trainiert, weil ich dachte, oh, vielleicht entwickelt es sich ja noch, aber Pustekuchen, war nichts gewesen. Und ich dachte mir, woher hätte ich das bitte wissen sollen? Kannst du mir das sagen? Hihi, da wurden wir aber sauber geschlagen. Dische, man nennt mich hier nicht zu Grund hier Meister Proper Junior. Ich werde mich unter der Asche verstecken. Lieber nicht, das ist nicht so gut für die Lunge. Ach komm. Und, was hast du einem Verlierertypen zu sagen? Du kommst dir doch echt cool vor, oder? Hey, nicht die Einstellung, mein Freund. Weißt du, was Verstecken ist? Es ist einsam, wenn keiner vorbeikommt. Aha, ach so, er wollte eigentlich was sagen. Wie komme ich jetzt wieder vorbei? Ach hier. Ich wollte eigentlich dann an den Aschehügel, denn dort kann man nämlich Items finden. Also wie gesagt, es gibt diesen Aschemeister, wenn man ihm genügend Asche gibt, dann kann er einem Sachen aus Glas herstellen. Zum Beispiel so Flöten, mit denen man Pokémon anlocken kann oder abhalten kann. Tut mir leid, falls ich ein bisschen so rede, das ist auch wie in einem Schnupfen. Und finde ich wirklich in der dritten Generation schon viele neue Sachen eingeführt. Also im Sinne von neue Sachen, die gab es vorher in den Pokémon-Spielen nicht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, habe ich mit dir gesprochen. Also habe ich. Ah nein, doch nicht, nein. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen, über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du herumgelaufen bist. Total klasse. Ja, fast schon so wie im Schnee. Daher mag ich den Winter so. Da kann man schon kinjusch. Oh, Pandir. Pandir ist auch ein interessantes Pokémon. Kein Pandir hat dasselbe Muster. Sie haben verschiedene Punktemuster. Aber sind vielleicht nicht so die besten Pokémon für den Kampf, wobei ich weiß ja nicht, es gibt halt Pokémon, mit denen ich kämpfe ich gerne, dann gibt es welche, mit denen kämpfe ich nie so gerne. Pandir ist eher so ein Pokémon, wenn man, könnte mir eins fangen. Ach komm, ja, fangen wir uns ein Pandir, dann habe ich es hinter mir. So, ab ins Belgien hinein. Es ist lange her, dass ich ein Pokémon gefangen habe. An die stimmt. Kota habe ich ja gefangen. Und, bleib drin. Wer ist ein braves Pandir? Du bist ein braves Pandir. Okay. Wie nenne ich es? Mal sehen. Pandir, das Punkt-Panda-Pokémon. Da sein Punktmuster stets unterschiedlich ist, kann man es dadurch unterscheiden. Sein wankender Gang erschwert es, den Gegner es zu treffen. Natürlich. Also mal sehen. Punkte, es tanzt gerne. Wie wär's denn mit, mal klein? Ja. Und einmal hier und ein kleines R zum Schluss. Twister. Also, Twister will entweder wieder Tornado oder Twister wieder Spiel. Ist doch ganz, wird doch passen, oder? Jo, Äther wurde gefunden. Ich weiß, das brauche ich, um die Angriffspunkte eines Pokémons wiederherzustellen, aber was ist Äther genau? Wie kommt man auf das Wort Äther? Wie komme ich da oben hin? Oh, so wäre ich hingekommen. Und einen Nugget. Keinen Chitten-Nugget. Darauf hätte ich zwar auch Lust, aber es ist ein Gold-Nugget. Der gibt uns 5000, wenn wir ihn verkaufen. Ich sollte vielleicht Skidderland schon aufpeppeln. Ansonsten habe ich ein Problem. Supertrank. Hier. Wieder voll aufgepeppt. Dankeschön. So. So, ich glaube, du bist auch ein Trainer, der kämpft, oder? Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Wegen der Asche, sie dadurch kommt das Sonnenlicht nicht so durch. Ja, der Jovo ist schlau. Ja, der Jovo hat das Spiel schon mal gespielt. Der Eike, der weiß es nicht. Für ihn sehe ich jetzt aus wie der Ohrwink. Wie ein Typ, der vom Knackleon Angst hat. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich wusste nicht, dass sich Vibrava aus Knackleon entwickelt. Vibrava ist die Vorstufe eines Drachen-Pokémons, was man in dieser Generation fangen kann. Und ich habe mich immer gefragt, wo kriegt man Vibrava her? Ich wusste nicht, dass sich Vibrava aus Knackleon entwickelt. Woher sollte man das sehen? Puh, das stinkt. Also ich habe doch erst geduscht. Die Vulkanasche lässt die Sonnenstrahlen nicht durch. Es bleibt kalt. Ich finde das angenehm. Ich mag jetzt nicht. Man sagt ja, dass dadurch auch die Dinosaurier ausgestorben sind. Weil dadurch, dass der Meteorit so viel Asche aufgewirbelt hat, kam die Sonne nicht durch. Dadurch wurde es immer kälter. Dadurch haben die Pflanzenfresser keine Pflanzen gefunden. Sie sind ausgestorben, weil die Fleischfresser dann nach und nach auch weniger Nahrung hatten. Auch wenn sie sich dann selbst gefressen haben, wurden sie dann auch immer weniger.
Jovo, wie geht's? Also Lydia. Jovo, wie geht es dir? Ich bin's, Lydia. Ich hoffe, dir geht es gut. Stell dir vor, ich habe gewonnen. Balgonia hat sich sehr angestrengt, damit wir gewinnen. Bis später mal. Dankeschön, dass du mich hier mal an das Freundinnen hier bei Zeuge sein lässt. Oder wie sagt man? Tipps für Trainer. Du kannst eines deiner beiden Leute auf Select regen. Ja, das weiß ich schon. Select? Habe ich meinen Rat. Oh, war klar. Was sowas von typisch hier. Ich im Rat. Ja, die Welt kann mich nicht mehr aufhalten. Ach, verdammtes Pandir. Bin ich auf dem Pandir geradelt. Verdammte Kiste. Pandir ist überall. Pandir ist Pandir da. Pandir hier. Pandir ist überall. Wer will ein Pandir? Pandir ist heute hier im Sonderangebot. Nicht durchaus tricksen. Badabum, badabam. Ich hole mir erstmal die Seite. Alter, meine zuhende Nase regt mich selber auf. Top, Alter. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, was ein normaler Alter ist. Also, was ist top? Ich habe einen Sonnenschirm, um diese staubige, widerliche Vulkanerschirm von meinem niedlichen Kamaub fernzuhalten. Kamaub ist doch dieses Kamelpummen, was vom Typ Feuerboden ist. Liebe Saskia, ich denke, das hat immer was mit Asche zu tun, ob es nun will oder nicht. Ist so eine Sache. Das Skelett kann ich ja wunderbar trainieren. Und wenn es so weitergeht, habe ich bald ein schönes Belieb. Oh, Skidil in ihrem Element. Einfach den Gegner also süffeln. Oh, komm schon. Es muss immer so knapp sein. Ich bin total außer Atem. Wieso bist du... Haben wir irgendwas gemacht, was ich nicht weiß? Also wenn wir was getan haben, was von dem ich nicht weiß, dann klär mich bitte auf. Komm unter meinen Sonnenschirm. Für was? Ich trage nicht meinen Pokénaf ein. Bitte zeig mir erst, was du mit deinem Pokénaf meinst. Liebe Lady, ja. Du bist wirklich sehr gut. Ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Ich hoffe, wir reden doch von der gleichen Sache, Schätzchen. Sonst habe ich so meine Bedenken. Wir beide sammeln Asche. Wir beide kämpfen auch mit Pokémon. Und ich kämpfe gerade hier gegen eine Erkältung. Hat jemand vielleicht einen Superdrang für mich? Herausforderung von Lee und Flo. Und Pandia, super. Ich habe schon gerade gedacht, haben die das gleiche Muster? Nein, der recht, die Punkte sind unterschiedlich gesetzt. Dies ist in Ordnung gegeben. Konzentrieren wir uns erstmal auf 1. So. Number 1. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, komm schon. Bah. Ja, was machst du? Ey, was machst du hier auf, Ruhe? Ey, ich will hier schlafen. Also, hier. Halt dich mal zurück. Mann, Mann, Mann. Macht einen Aufruhr. Dadurch können wir sowieso nicht schlafen. Ja. So ist gut. Und Kugel Saat. Stell dir vor, wenn Attacken realistische Soundeffekte hätten, weil ich meine, er spuckt ja im Grunde Samen. Das würde sich so anhören. Wie würde sich ein Flügelschlag anhören? Oder so ähnlich? Genau. Hier mit Federn. Das ist super, ich sollte meinen Kopf nicht so drehen. Sonst will. Ja, beruhig dich erstmal. Hier, nimm eine Pille für danach. So. Ich meine, Pokémon haben mehr Geduld als ich. Komm schon, jetzt kratz ab. Kleine Aquaknarre, damit die Samen schön wachsen können und dich mit den Wurzeln hier ersticken. Warum rede ich hier immer von ersticken, ersäufen, erschlagen? Ich bin doch sonst nicht so finster, wenn ich Pokémon spiele. Wir haben verloren, mir ist langweilig. Da sammle ich jetzt Asche. Ja, okay, gut. Wie viel Asche wir haben? Ich hoffe genug für eine weiße Flöte. Wie viel Asche wir haben? Ich hoffe genug für eine weiße Flöte. Also, das ist jetzt mir unheimlich. Geh weg. Ich kann warten. Danke. So. Der Meister, damit wir Asche sammeln können, brauchen wir ja erstmal eine Tasche. Es macht Spaß, das Glas zu einer Flöte zu blasen, wenn der Boss redet. Schlaf! Das kann ich gut noch machen. Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Ich habe ein besonderes Talent. Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Items her. Hiermit kannst du Asche sammeln. Aschetasche! Erhalten, ich hab's übertrieben. Nimm diese Aschetasche. Aschetasche, zeig das ganz schön mal in der Tasche. Aschetasche, 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 Aschetasche. Hast du Hasche in der Tasche, hast du immer was zum Nasche. Und lauf durch die Asche.
Damit wäschst du die Aschetasche mit Asche. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, kommst du mir. Ja, bevor ich hier noch abkratze. Ja, verdammte Kiste. Glaswerkstatt. Glasdekor aus Vulkanasche. Ich glaube, das ist gar kein Trainer, oder? Die heutige Technologie ist schon eine wundersame Sache. Nimm zum Beispiel diese Vulkanasche hier. Aus ihr kann man Glas machen. Kann man das als Technologie bezeichnen? Ist das nicht eher eine Glasbläserkunst? Oh, ich frag mich wo... Ja, ich wollte da nicht rein, danke. Ja, ich frag mich, wo der Gegner ist. Oh. Weil ich ihm so am Öhrchen geknabbert habe. Aus der Asche erhebe ich mich. Kiai! Herausforderung tue ich dich. Kiai! Auf die Nerven du mir gehen. Kiai! Du bei Yoda lernen hast geredet. Eduard. Eduard, der Ninja-Junge. Eduard, Junge des Ninjas. Smogon hat auch wirklich einen ziemlich interessanten Gesichtsausdruck. Sowas wie, hey, ja, wie geht's denn so? Bitte auch einen mit rauchen und ich bin gerade richtig high, das ist richtig gutes Zeug. Ja, bleib mir bloß weg mit deiner Giftwolke. Ich habe noch nie geraucht. Ich habe auch nicht vor, damit anzufangen. Ich habe nichts gegen Raucher. Ist deren Entscheidung, aber lasst mich bitte in Ruhe. Ich kann auch unter Rauchen sein, aber versucht nicht mir den Rauch direkt ins Gesicht zu pusten. Dann können wir in Einklang, in Harmonie miteinander leben. Okay? Okay. Gut. Bei Slimer wurde erklärt, wie es entstanden ist. Super. Was für ein Finale. Ach, komm schon, doof. Was für ein Verzweiflungsmove. Slimer ist dadurch entstanden, dass... Industrieschlamm wurde von Mond beschienen. Sehr mystisch für ein Gift-Pokémon. Wie ist wohl Smogon entstanden? Moment, warte. Ich glaube, in der ersten Generation stand was. Irgendwie bei der Explosion von bestimmten chemischen Stoffen ist, glaube ich, Smogon entstanden. Irgendwie so. Ich glaube, sowas hatte ich in Erinnerung. Also, es gibt ja für allerlei Pokémon da Theorien, wie sie entstanden sind. Zum Beispiel bei Trigoso vermutet man, dass es das Waisenkind eines Kangamas ist, weil dessen Körperfarbe ähnelt sich sehr mit dem von einem Kangama. Und der Schädel, den es trägt von seiner verstorbenen Mutter, sieht auch einem Kangama ähnlich. Eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Kiai! Richtig, oder? Ja! Werde Zeuge der Registrierung auf traditionelle Ninja-Art. Ninja-Junge Eduard. Oder eingetragen. Gut, ich gehe erstmal in die nächste Stadt und dann suche ich hier weiter, denn... Team 32, Doppelteam! Eine Attacke, mit der man den Fluchtwert eines Pokémons erhöhen kann. Indem das Pokémon Ebenbild von sich erzeugt, um den Gegner zu verwirren. Route 113, Laubwechselfeld, genau. Und doch hier werden wir auch eine besondere Person treffen. Was, schon wieder 18 Minuten, wie schnell die Zeit vergeht. Das hier... Oh, hallo. Wer bist du? Du heißt Jovo? Ich sehe schon, du bist ein Trainer. Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch simple Deduktion zu diesem Schluss gekommen. Deduktion, bitte was? Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich doch mal. Ich wohne an der Route 114. So, jetzt wissen wir also, wer dieses Pokémon-Lagersystem in dieser Generation erstellt hat. Gut, damit ich später nutzen kann. Ja, bitte, mein Skittel. Ich ist hier fast schon am Abnippeln. Bitte helf ihm, Schwester Joy, ob ihr hier nun Back-to-Life-Maschine Pratzel. Hier Mund zu Schnabelbeatmung. Wie presst man die Lippen auf die Lippen eines anderen, wenn er keine Lippen hat? Keine Ahnung. Find eine Lösung. Auf den Feldern von Laubwechselfeld haben wir widerstandsfähige Bäume gepflanzt, die auch in der Vulkanasche gedeihen. Ja, Großväterchen, das ist ja spitze. Ich frage mich, wie die Pokémon wohl vor langer Zeit aussahen. Vielleicht kann mir der Fossilmaniac am Ortsrand etwas dazu sagen. Ich habe fast gelesen, Ortsstrand. Ich dachte mir, der Ort hat einen eigenen Strand, den muss ich sehen. Und hier, ich will erstmal gegen ihn kämpfen.
Der Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis, dass die Erde lebt. Die Erde lebt? Kann man sagen, die Erde lebt? Sönke, das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Die Erde lebt? Ich würde sagen, ja. Pflanzen leben, Pflanzen sind auf der Erde, die Erde gibt ihnen sozusagen auch eine Energie, die Erde macht was. Das ist wirklich eine gute Frage. Lebt die Erde? Man sagt ja, ein Planet kann sterben, also kann auch ein Planet leben, oder? So gesehen würde ich sagen, ja. Du bist auf die eine und andere Weise stark. Auf die eine oder andere? Ich glaube, auf die Zwischenstufe bin ich stark. Aua, au, 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 ich kann nichts sehen, ich habe ein Ascheaugen. Ein Aschenauge, ja. Hast du verstanden? Asche und Auge? Okay, blöder Witz, tut mir leid. Na, zumindest hast du dich entschuldigt. Gut, ich würde gerne ein bestimmtes Pokémon hier fangen. Und zwar weiß ich, in dieser Region gibt es Panzereron, ein Flugstahl-Pokémon. Und ich hoffe, dass ich es vielleicht noch in dem Part finde. Denn ich finde, es ist vom Design her ein sehr cooles Pokémon. Ich finde, es gibt so ein paar Pokémon, die finde ich richtig cool. Also, auch vom Typ technisch. Ich bin ein Fan von Wasser-Pokémon, Unlicht-Pokémon und auch Stahl-Pokémon. Ich versuch's nur ein bisschen, oder? Mal sehen. Neo sollte jetzt auch mal in den Level aufsteigen. Wer trägt gerade den App-Teiler? Skill, oder? Ja, Skill trägt den App-Teiler, okay. So, jetzt kann ich dabei auch ein bisschen Asche sammeln. Okay, Panzeron, wo bist du? Na, du doch nicht. Hey, hast du mich gerufen? Heißt du Panzeron? Also, meine Freundin nennt mich so. Welche Freunde? Du weißt schon, die anderen Pandiers? Die sich hier nicht mit dir sehen lassen? Du bist gemein. Und du bist alleine. Okay, schon wieder werde ich finster, keine Ahnung. Da bist du ja, mein Schätzchen. Schlaues Girl. Panzeron. Okay. Ganz vorsichtig. Du kommst in mein Team. Neo, jetzt beruhig dich mal. Ob es mir in einem späteren Kampf dienen kann, keine Ahnung, aber ich würde es mir gerne ins Team holen, okay. Am besten Superball. Ich weiß nicht, ob es eine weitere Konfusion aushalten würde, deshalb los, drück. Komm schon, bleib drin. Ja, komm schon. Leck mich fett. Ja. Komm schon. Komm schon, drück die Daumen, drück den Ball zusammen, das Pokémon soll drin bleiben. Ah, verdammte Kiste, ich dachte, das hat geholfen. Soundeffekte helfen doch sonst immer. Komm schon. Ich könnte natürlich vielleicht mit Torono oder so probieren, oder mit Lightning. Lightning habe ich doch auch dabei. Also, komm schon. Das wird doch klappen. Ich sag euch, das wird doch klappen. Dann wechsle ich da halt das Pokémon. Okay. Nein. Pokémon. Vielleicht sollte ich lieber... Lightning will ich ja weiter trainieren. Oder nehme ich lieber Panzereron? Oh, eigentlich wäre Panzereron besser. Denn ich weiß, das stärkste Pokémon von der Wipke, der Arena-Leiterin mit den Flug-Pokémon, beherrscht Erdbeben. Das heißt, Lightning würde mir da schlecht helfen. Panzereron dagegen ist zwar ein Stahl-Pokémon, ist dagegen. Das heißt, es wäre schwach gegenüber Boden, aber... Da es ja auch ein Flug-Pokémon ist, ist es gegenüber Bohnen-Attacken immun. Das ist ein guter Ausgleich. Aber ich glaube, ihr Pokémon beherrscht auch Flammenwurf, wenn ich mich nicht täusche. Weil gegen Eis-Pokémon, weil es ist ja auch ein Drachen-Pokémon. Naja. Ich sollte erstmal mit Panzereron und Team holen und dann schaue ich mal. Komm schon. Alter, komm schon, Donnerwelle. Ich werde da Part jetzt mit einem... komm schon. Donnerwelle. Komm schon. Komm schon. Wen nehme ich am besten? Kann ich mit Stitch irgendwas machen? Scanner, Kratzer könnte helfen. Weil normale Attacke gegen Stahl... Hoffentlich ist es nicht stark genug. Nicht zu stark. Ja. Nichts mit Genauigkeit verringern. Kratzer. Kleiner Kratzer. Komm, ein kleines Kratzele. Komm schon, so ein bisschen. Komm schon. Und. Oh, okay. Gut.
Knapper geht's nicht, okay. Und nun, Superball. Flieg und Sieg. Hm, komm schon, komm schon. Ach, leck mich. Hast ihr das auch? Ihr denkt, ja, jetzt habt ihr's und dann poppt's beim ersten Mal raus. Ah, wir gehen die Superbälle aus, komm schon. Ja, boom, ja. Yes, es hat endlich geklappt. Meine Fangformel, sie funktioniert. Panzeron, das Flugstahl-Pokémon. Panzerons Körper und Flügel sind aus Stahl, was du nicht sagst. Einst haben die Menschen seine abgefallenen Federn zu Schwertern und Messern weiterverarbeitet. Da passt mir doch der perfekte Name für dich ein. Wie wäre es? Hoffentlich haben wir genug Buchstaben zur Verfügung. So. So, nein, das wollte ich nicht. Ihr könnt wahrscheinlich euch schon ahnen, was ich schreiben will. Bop. Und, die Nase läuft. Bop. Piep. Bop, bip. Sky Knight. Yes! Das ist ein cooler Name für ein cooles Pokémon. Gut, meine Damen und Herren, das war Pokémon Smaragd für heute. Wir haben wieder ein Stückchen des Pfads erklommen. Wir sind in der nächsten Stadt angekommen. Und haben jetzt auch ein neues Pokémon fürs Team. Das werden wir dann im nächsten Teil dann in unserem Team dann umtauschen. Ich werde die Änderung schon mal vorbereiten und dann hoffentlich hat Ihnen dieser Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns in der Fortsetzung wieder. Ihr 93 Trovo. I love the Nathaniel. Tschüss. And goodbye.